Bosskampf gegen den Tundler. Ja, und hier gibt es jetzt übrigens mehrere Bosskämpfe. Nebenbei. Hey! Okay. Soll ich den irgendwie fixieren? Ja, genau. Kann ich jetzt hier. Ich bin tot. So, warte, fixier den Tunnel da. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch. Zombies. Zombiebäume. Eigentlich nur normale Bäume, aber. Passt schon. So, fixier den Baum. Ja, Entschuldigung, ich war mit den anderen Kleinen beschäftigt. Hey. Gerade wäre ich in der Nähe gewesen. Ja, du darfst ja nicht in der Nähe sein gerade. So, jetzt darfst du. Und jetzt bin ich tot. Ja, das sehe ich daran, dass die Gegner wieder spawnen. Wie bist du gerade gestorben? Hat er Blumenschaden gemacht? Ja, die große Blume hier, der Tunnel, der hat mich getötet. Der Tunnel noch. Okay, der hat also Blumenschaden. Okay, cool. Ja. Sekunde. Da bin ich wieder. Der erinnert mich an die lästigen Viecher hier, die es in The Witcher 1 gab. Welche davon? Gab es diese einen wurmhaftigen Baumdinger, die du in der Höhle gekriegt hast, die dort. Ach, du meinst den Teil, an dem du abgebrochen hast? Die sahen so ähnlich aus, die waren. Nee, abgebrochen habe ich bei der Bestie, bei dem großen Wolf, bei dem habe ich es nicht mehr geschafft. Hast du das noch weiter gespielt? Ich habe das noch weiter gespielt, bis zu dem. Da kam dann so ein wütender Mob und dann kam die OP-Bestie, die ich dann nicht mehr. Oh, cool. Beide tot. Sehr cool. Der hat in einem Zug uns beide erledigt. Nice. Aber du hast das echt noch weiter gespielt? Ja, habe ich. Ausgehalten. Also ohne Scheiß, diese Steuerung. Aber bei dem Hund kam ich nicht mehr weiter. Bei dem Hund kam ich absolut nicht mehr. Das ist der. Dieser Hunde-Wolf, der war da einfach overpowered. Kam ich einfach nicht mehr. Oder ich zu unterpowered. Vermutlich war das noch ein richtiges RPG, wo du einfach 2 Stunden einfach nur grinden musst, damit du stark genug bist für einen Stand. Ja, und ich war es halt einfach nicht. Jetzt spiele ich The Witcher 3, das ist bisher easy. Mach die Nebenquests. Ignoriere alles andere, mach erst die Nebenquests. Dude, da kommst du relativ spät. Hast du die Story schon durch? Fast. Ich habe halt bemerkt, dass ich halt einfach durchgewascht bin. Ich bin halt einfach. Moment, ich alle an welchem Punkt bist du? Ich habe alle Nebenquests ignoriert und bin einfach durch die Story durch. Ich bin halt auf welcher Map bist du gerade? Was machst du gerade in der Story? Ich glaube, ich habe die erste Erweiterung schon angefangen. Nach 4 Stunden Spielzeit. Das hat mich ein bisschen verwirrt. In welcher Map bist du gerade? Beziehungsweise was ist gerade deine Hauptaufgabe? Also gerade war ich bei dem, gerade habe ich so ein Missgeburtenkind irgendwie zu einem Geist gemacht und hab mit dem irgendwie den Grafen irgendwie, mit so einem Baron, blutiger Baron. Ein blutiger Baron war das. Das ist absolut. Ich sag mal so, das Tutorial hast du jetzt quasi geschafft. Ah, toll. Und ich dachte schon, ich bin am Ende. Das ist, weil er mir irgendwann sagte. Nein, das ist so ziemlich der Anfang. Das ist der Punkt, an dem ich immer aufgehört habe. Der sagte mir einfach, sie haben jetzt die erste Erweiterung freigeschaltet. Und ich so, wie was? Ja, du hast die erste Erweiterung freigeschaltet, weil du jetzt das Tutorial im Grunde durch hast. Okay, ich dachte, was, das, bin ich jetzt schon im DLC? Das kann doch nicht sein. Nein, jetzt fängt das Spiel an. Ah, okay. Das sah für mich so, danke, dass sie das DLC gekauft haben, jetzt spielen sie das. Ganz ehrlich, also an dem Punkt, ich gebe dir mal einen guten Rat. Mach die Story mit dem Weideler. Die ist fantastisch. Die Ziege, meinst du? Das, was danach kommt. Nach der Ziege, mit der er höchstwahrscheinlich angezogene Dinge tut. Nicht spoilern, die Ziege habe ich schon wiedergeholt. Die Prinzessin habe ich schon. Prinzessin habe ich schon wiederbelebt. Und das ist kein Spoiler, es ist von Anfang an relativ offensichtlich, dass der Mann was mit seiner Ziege hat. Ja, klar. Ja. Aber das, was danach kommt, das ist alles extrem cool. Jetzt lass uns nicht zu viel über
ein anderes Spiel reden. Ja. Ich bin halt nur drauf gekommen, weil der Baum hier ziemlich nach dem. Die sahen exakt so aus, die Dinger in Teil 1 in der Höhle, die dort. Diese Wurmbäume, die dort. Und genau so eine Struktur hier. Ich habe gespielt und habe auch absolut kein Interesse daran. Es hat Spaß gemacht bis zu dieser Stelle, wo ich dann nicht mehr weiterkam. Ja, wie gesagt, wenn ich was Brauchbares zu Witcher will, dann lese ich die Bücher. Die Serie ist ja leider auch richtig scheiße. Also ich fand Witcher 1 richtig gut. Ich kam bloß halt nicht mehr weiter. Die Steuerung. Die Steuerung habe ich kapiert, die fand ich gar nicht schwer. Die war easy. Ja, aber das ist überhaupt nicht meins. Wir haben ja ich habe gefunden, wo wir den Part beenden werden. Hier. Du willst jetzt schon beenden? Ja. Wir spielen noch nicht mal 2 Stunden, Modi. Ja, und? Ich habe heute jetzt nicht so unendlich viel Zeit, habe ich schon gesagt. Wir spielen noch nicht mal 2 Stunden, Modi. Ja, und ich habe keine Zeit. Es ist Mittwoch unter der Woche und ich arbeite. Also, es tut mir leid, aber. Dann geh baden. Ich bin baden. Ja, wie gesagt, das duschen. Können wir noch machen. Okay, fertig geduscht. Ich meditiere. Meditiere bis zum nächsten Morgen. Ah, das ist Raupen. Das ist der Raupen. Die essen deine Hornhaut oder deine Holzhaut. Warte. Will ich wissen, was sie machen. Also wie es gerade aussieht, essen die den Belag von den dreckigen Schuhen weg. Du hast dann eine Raupe. Ja, das ist irgendwie eklig, alles. Heiße Steine. Das Ding. Oh, just to let you know, I may give you a... Geh mal duschen, du bist dreckig. Really sorry. Oh, boy, did I need a shower. Ich entspanne derweil. Kannst du dich in die andere einsetzen, dann kann ich dich bei mir auch sehen. Kannst du dich bei mir... Hier, dort in die. In die rechts von mir. Nee, das ist mir wirklich ein bisschen zu eklig. Sorry. Ich werde geraubt. Ich werde von der Raupe massiert. Ja, das ist wirklich widerlich. Aber entspannt. So, was gibt's hier noch? Ja, noch mehr Raupen. Was machen die? Ah, okay. Die massieren mich mit einer anderen Raupe. Und du bist auf der anderen Seite. Nee, kann ich nicht sehen. Spa-Bereich. Ja, das ist einfach nur so da. Lass dich massieren. Da war ich auch noch nicht drin. Na komm, setz dich neben mich. Kannst du dich neben mich setzen? Eigentlich könnten wir das. Ja, nice. Ja. Kannst du dich nicht dazu setzen? Ja, sehr schön. Ich lasse hier mal wieder meine Füße fressen. Ja. Hier dein Lieblingsteil. Na komm, wenn du dich hier reinsetzt, dann kann ich dich dort. Ja, aber warum solltest du? Du hast die ganze Zeit meinen Bildschirm im Bild.
Jetzt bist du auch bei meinem Bildschirm. Jetzt bist du auch auf meinem Bildschirm drauf. Ja, ich meine, wow. Auf meinem Bild. Cool. Hast du deinen halben Monitor abgedeckt oder was? Den Motten noch töten? Nein, töten kannst du hier nichts, leider. Oh. Ich bin sowieso nur wegen dem Achievement hier drin. Hier gab's ein Achievement? Ja. Für was? Fürs Entspannen. Ich glaube, alles einmal ausprobieren. Für was? Hm. Hier geht's jetzt weiter, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Das ist einfach nur so da. Das ist ein Loch in der Wand. Weiter geht's draußen. Kannst du mich eigentlich von unten sehen? Ja, wenn du richtig stehst. Ich sehe dich da oben. Guck mal ein bisschen weiter mehr. Ja, genau hier. Hier stehst du über mir. Ah, da hab ich mein Zeug wieder. Hast dein Zeug auch abgegeben am Eingang, oder? Ja, da drin kann man nichts machen. Das habe ich doch schon gesagt. Und wie hast du das gemacht? Hast du deine Pflanze einfach abgegeben, oder wie? Nein, man kann die Sachen einfach nicht benutzen. Punkt. Ich habe mein Zeug am Eingang abgegeben. Ich habe das doch aufgehangen. Ja, ich kann es einfach nicht benutzen. Okay. Oh no, the whole greenhouse is infected. It looks like it spread from over there. Da ist noch jede Menge Arbeit. Yes, it did. Do you recognize that plant? No, no, I didn't plant that. Are you sure? What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean Joy? Natürlich hat er der Blume einen Namen gegeben. Is that Joy? Du hast deine Blumen einen Namen gegeben, Modi. Ich habe keine Pflanzen. Die sterben bei mir immer. Ich habe hier eine, aber die ist, ja, die... Irgendwie hat die... Ich folter die einfach, die stirbt einfach nicht. Das ist einfach... vertrocknet und stirbt nicht. Das ist ein Kaktus. Nee. Das ist eine Blätterpflanze, das ist so ein bisschen. Ist irgendwie. Plastik. Nee, tatsächlich nicht, aber irgendwie ist die. Die ist sehr. Die hält sehr viel aus. Oh, lecker volles Obst. Ja. Ich weiß gar nicht, was das hier. Jetzt Pilze. Iss mal ein, Molly. Yeah, you do. Thank you for helping me out. It's actually quite rewarding. Oh, right? Maybe you have a green thumb after all. Find's immer noch schade. Ich hoffe, vielleicht kommt hier noch so eine Szene. Ist immer noch schade, dass man hier nicht irgendwo an irgendeiner Stelle einen Pilz essen kann und einfach mal Ei ist. Okay. Für eine Weile des Abenteuers. Und irgendwie wie in. Ich weiß gerade nicht, geht's da weiter oder geht's da vorne weiter? Ja, wie ist das Little Miss Fortune, da gibt es ja auch diese eine Szene, wo die Tic Tacs isst und die. Oder was das waren? Ich glaube, Tic Tacs. Ah, Minispiel gefunden! Minispiel, okay. Auf geht's. Schaukeln. Tic Tacs, dann einfach. Keine Tic Tacs sind. Little Miss Fortune ist echt ein tolles Spiel. Dann schaukeln wir mal ein bisschen. Das ist viel zu kurz für das, was es. Springe weiter als Cody. Okay. You ready to fall off? Weitsprung. Schaukeln kann ich. Well, I'm ready to soar. Wie springt man ab? Mit Leertaste. Drückst aber besser noch nicht. Nö. Du sollst schwingen. Ja, mach ich irgendwie, aber.
tut sich nichts. Da tut sich nichts. Ich tu nicht schwingen. Ah, ich bin gesprungen. Minus 1. Nochmal. Ich will jetzt wissen, wie viele Minuspunkte man maximal kriegen kann. Du kannst mit W und S schwingen. Ja, mache ich aber. Funzt du musst auch nicht. In der richtigen Reihenfolge. Sorry, das war ich. Ich bin bereit. Oder auch nicht. I'm looking forward to this. Vor und jetzt zurück. Vor. Du musst auch halten, nicht nur drücken. Ja, vor und jetzt zurück. Ah, okay. Lass dann geht's. Und zurück. Minus 10. Spring, spring! Oh, rubbish! Minus 10 gewonnen. Maximum. Ich hab's gewonnen. Gut, wollen wir eine ernste Runde machen, jetzt wo wir beide wissen, wie es geht? Und ich weiß, wie viel das maximale Minus ist. Show me your moves, May. Na dann. Ach, beim Timer muss ich den irgendwo abspringen. Hey, it's hard to see you from up here. Ja gut. Oh, yo! 42! Nice! 82! Ich bin buchstäblich doppelt so weit gekommen wie du und fast am Ende von dem Ding. Ah, 42 ist eine coole Zahl. Na komm nochmal. Viel besser geht gar nicht. Ich will jetzt die 100 schaffen. Revanche. Alles klar, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Nö, glaube ich auch nicht. Schaut in und Timing kann ich echt gut spielen. Spiel ist halt blöd. Wenn jedes Spiel blöd ist, dann liegt es normalerweise nicht am Spiel, sondern am Spieler. Ach, Blödsinn. Nein, verdammt, bin zu spät abgesprungen. Das war schwach. Aber ich habe exakt 0 unter der Schaukel gelandet. Okay, wollen wir gerade noch ein bisschen weitergehen zum nächsten Plotpoint? Okay, dein bestes. Okay, das ist dein aktuelles Ding. Okay. Mein bestes. Beziehungsweise unsere beste Runde. Okay, wo geht's weiter? Hier geht's, glaube ich, weiter, oder? Ja, den Weg nach. Ameisen. Okay, hier muss ich. Ah, Blätter. Ausnahmsweise mal nicht deine Blätter. Ausnahmsweise mal nicht deine. Und Pilze. Ich bin high auf Pilzen. Verstehst du? Das müssten Steinpilze sein, wenn ich mich nicht irre. Berühmte letzte Worte. Steinpilze haben nur ekelhaft schmeckende Farben. Ja, aber verstehst du berühmte letzte Worte? Ich glaube, das sind Steinpilze. Ja, aber wenn ich mich nicht irre, sind das Steinpilze. Wenn es aussieht wie ein Steinpilz, dann schmeckt es entweder scheiße oder es ist halt ein Steinpilz. Die zwei Möglichkeiten gibt es, der hat nichts Schlimmes. Sag noch mal einer, YouTube bildet nicht. YouTube bildet nicht? So, wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, einmal da und einmal da, glaube ich. Da drüben müssen wir hin, hier, glaube ich. Nein, da kommst du her. Das ist der einzige Weg, wo wir nicht hin müssen. Sicher? Ja. Du hast zwei Wege zur Auswahl. Du gehst zurück. Okay. Klassiker. Ich komm gleich. Vielleicht. In der Stunde dann. Yeah.
Ja, bei dir sah der Strahlen ein bisschen seltsam aus. Ja, okay, da geht's also tatsächlich weiter. Okay, da kommen die Spinnen. Spinnenkampf. Das ist ein weiterer Bosskampf, den ich. Bosskampf. Ich gehe einfach. Fuck, ich kann nicht gehen. Nein. Das ist gut, den haben wir bald. Den haben wir gleich. Übrigens. Halt den noch einmal fest, dann habe ich den. Kann ich nicht. Ich muss jetzt erst. Wir müssen erstmal die kleinen Leute hier fertig machen. Okay. Wie du meinst. Jetzt kann ich. Nee, der hat ein Schild. Warte. So, tot ist er. Jetzt noch die kleinen. Oh, da kommt neuer. Ja, wie gesagt, das ist ein normaler Gegner eigentlich. Nein, 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 nein. Ich habe hier viel zu tun mit kleinen Viechern. Ja, ich auch. Ach so, man schafft wahrscheinlich auf beiden Seiten dann jeweils die zwei Spinnen frei. Verstehe. Ich verstehe nicht. Ich schon, wir machen noch den Teil und na komm, wenn wir dann hier zu den Spinnen kommen, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ja, ich bin gerade beschäftigt, ich habe jetzt zu viele Gegner hier. Ja, hau endlich. Na, ich hau. Verdammt. Ja, cool. Beide tot, sehr schön. Ja, also kämpfen können wir. Nicht. Du bist fünfmal gestorben, ich jetzt einmal. Ja, nice, solange es noch geht. Jetzt holt er seine Schergen. Ja, immer auf die Kleinen erst konzentrieren. Ja, ja. So, jetzt Großer. Nimm erst auch, immer erst nur auf die Kleinen konzentrieren. So, zack, zack. Ich schaffe erstmal die Kleinen aus dem Weg. Es kommen immer wieder kleine nach. Ja gut, dann machen wir jetzt den großen. Einfach einmal auf den großen. Wenn es gerade nicht zu viele sind, dann können wir die großen. Oder auch nicht. Jetzt greif an. Ja. Erstmal die Kleinen durch, du bist da besser als ich. Not over yet. Hey, you want some more? Eyes up! Here they come! Ich metzele. Na komm, Großer! Die sterben! Nein, HP hat er noch. Na komm. Ja, verdammt. Fast hätte ich ihn erwischt. Alles gut. So, weg ist er. Haben wir's? Ja, haben wir. Den Teil zumindest. Looks like a dead end. It is. Hey. I know. Hey. Spider. Come on, come out. You can come out. The bad guys have gone. Cody, what are you doing? Just trust me. Come on. Oh, hey there, little spider. Can we hitch a lift? We need to get over there. A ride to the other side? All right. Okay, thank you. Okay. Ja. Spinnenangst hast du also schon mal nicht. I didn't know you were a spider whisperer. I just know my guard. It's for you, May. Oh, thanks, Cody. Das ist aber eine süße Spinne. What about you? We'll find another one. Come on, let's go. Spinne. So, einmal. Ich würde sagen, wir gehen. Ah, wir können nicht mehr zurück. Oh, ich hasse, wenn Spiele das machen. Hier gibt's Wasser. Hier kannst du. Du kannst deinen Weg hier finden. Ja, cool, wir haben aber. Rein da. Ich glaube, es müssten auf deine Äste wieder drauf. Nein.
Aber wie komme ich jetzt hier rüber? Achso, hier komme ich rüber. Hier geht's lang. Also hier muss ich wieder spritzen. Ja, spritz weiter. Alles gut. Hast du es geschafft? Okay. Ja. Oh, I miss going hiking in the forests. Ah, da bist du. Hi. Oh, ich kann Spinnennetze machen. Kann ich dich irgendwie nach oben? Dann kann ich dich vielleicht irgendwie. Oh. Deine Spinne. Ja. Come on, Spider, you're free to go. Oh. Looks like they know each other. Yeah. Freundspinnen. Thanks. Ja, ich würde aber echt sagen, bevor wir da jetzt mit den Spinnen groß was machen. Aber wir haben noch keinen Safe Points. Wir haben noch keinen Safe Points. Haben wir. Netz schießen kann ich jetzt hier. Ah, Spider-Man. Okay. Warte, lass uns noch zum nächsten. Vielleicht schaffen wir doch das mit den Spinnen noch. Wenn es unbedingt sein muss. Ja. Nein, hier hoch. Mit den Spinnen hat aber so viel gekostet. Das dürfte doch jetzt nicht zu lang sein, oder? Das ist eigentlich halt so lang. Ich meine, nicht so schlimm wie Schach, aber es kommt dran. Schach werden wir mindestens eine Stunde spielen. Bin ich gerade zurückgegangen komplett? Nein, bin ich nicht. Das habe ich auch kurz gedacht. Ich glaube, ich bin weitergegangen. Das ist allgemein ein bisschen verwirrend. Okay, jetzt ich bin richtig da vorne, bist du. Bist du schon so massiv viel weiter. Was ist denn ein Brett? Wo bin ich? Bei mir. So, hier geht's jetzt weiter, oder was? Na, hier oben. Nein, da bist du gerade hergekommen. Hier geht's weiter. Very strong spider. Okay. Ich sehe den Boot von unten. Wo laufe ich lang? Guck mal auf meine Bildschirmhälfte. Du schießt. Ja. Du schießt dir jetzt Wasser rein. Sehr schön. Jetzt bin ich hier wieder. Jetzt bin ich endlich wieder überirdisch. Und weiter. Hier rüber oder wo müssen wir lang? Ach, hier ist ein Fritz. Oha. Wollen das Brett? Ein Stamm. Kein Brett. Ja. Sorry. Kann man ja mal verwechseln.